Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Gnester. Ich darf seit 2 Jahren diesem altehrwürdigen österreichischen Gewerbeverein vorstehen. Wenn Sie heute hier sind, in diesen traditionellen Räumlichkeiten des österreichischen Gewerbevereins, dann möchte ich gleich mit einem großen Irrtum aufräumen. Der österreichische Gewerbeverein ist nicht ausschließlich auf Gewerbeunternehmen konzentriert, sondern ist eine Wirtschafts- und Unternehmervereinigung. Im österreichischen Gewerbeverein sind alle Branchen, die es da gibt, Mitglied von Industrie, Beratung, mit einem großen Fokus auf Gewerbe, mit einem großen Fokus auf KMU. Dieser österreichische Gewerbeverein ist 1839 gegründet. Wir sind da sehr stolz drauf. Und er ist ein Verein von Unternehmenden und Unternehmern. Was das ist, sage ich Ihnen gleich. Das sind Menschen, die etwas unternehmen, die eine Veränderung sehen, die einen Bedarf sehen, die eine Situation sehen, wo etwas anders gemacht werden muss und die Initiative ergreifen, bereit sind, Risiko einzugehen und etwas bewegen und etwas verändern. Jeder, der verändert, der bewegt, ist bei uns herzlich willkommen. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, das kann aber jeder Lehrer, jeder Polizist, jede Krankenschwester sein, wenn sie denn nur versichert, etwas zu unternehmen. Wirtschaft ist Staat, steht hier, und im Angesicht meiner Vorredner habe ich mir kurz überlegt, das Wort Wirtschaft, wissen Sie, wofür das steht? Woher das kommt, etymologisch? Ich sage Ihnen das. Wirtschaft kommt von Wert schaffen. Also wer wirtschaftet, schafft Wert. Bei uns im österreichischen Gewerbeverein ist dieser Kernwert Verantwortung. Das ist der Wert, der uns verbindet, der uns eint, der uns zusammenführt. Verantwortung für unsere Unternehmen, Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verantwortung für unsere Kunden, Verantwortung für unser Umfeld, Verantwortung für Ressourcen, mit denen wir umgehen, Verantwortung für nächste Generationen und für die Zukunft. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist so wichtig, weil der bringt diese Verantwortung zum Ausdruck. Verantwortungsbewusstes Agieren und Tun mit einem Blick in die Zukunft. Und nicht nur mit einem Blick in die Zukunft, sondern ich sage Ihnen noch etwas, mit einem Blick auf das Allgemeinwohl. Mit einem Blick darauf, dass vielleicht allgemeine Interessen vielleicht im Vordergrund stehen und nicht immer nur persönliche und nicht immer nur Interessen einer Gruppe, die wir vertreten, sondern es geht um die Zukunft unseres Landes. Schauen Sie Ihre Kinder und Enkelkinder an, dann wissen Sie, worum es geht. Weil der Dr. Dossi so schön gesprochen hat über Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft, lassen Sie mich 2 Sätze dazu sagen. Als persönlicher Betroffener, meine Firma begleitet Standort-Umzugsveränderungsprojekte, möchte ich nochmal das Beispiel des österreichischen Parlaments herausgreifen und ein anderes, zweites Beispiel, das wir kürzlich betreuen durften, nämlich die Wirtschaftsuniversität Wien. Und ich kann Ihnen sagen, das sind 2 Projekte, die sowas von perfekt und fabelhaft abgewickelt werden, wo mit einer derartigen Präzision, Genauigkeit Projekte gesteuert, gemanagt werden, wie wir das sehr, sehr selten in der Privatwirtschaft erleben. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum das so ist, weil sich unsere Auftraggeber, die Damen und Herren, bewusst sind, dass sie hier mit der Verantwortung anderer umgehen, nämlich mit der Verantwortung des Staates, mit der Verantwortung des Geldes, Herr Dr. Dossi, Sie haben das angesprochen, mit der Verantwortung des Geldes des Steuerzahlers. Und ich möchte Ihnen wirklich einmal sagen, anhand dieser beiden Projekte, und ich kann Ihnen viele, viele mehr sagen und schildern, das funktioniert perfekt. Und ich würde mir wünschen, dass jedes andere Projekt nur halb so gut funktioniert wie diese beiden Projekte. Da wird mit einer Sorgsamkeit, mit einer Genauigkeit, mit einer Präzision umgegangen, wie wir das selten finden. Ja, und was möchte ich Ihnen für den heutigen Tag mitgeben? Auch Ihnen möchte ich Verantwortung mitgeben und ich weiß, dass Sie hier sind, weil Sie diese Verantwortung antreibt. Sie sind hier,
weil sie sich einbringen wollen, weil sie mitgestalten wollen und weil ihnen die Zukunft dieses Landes am Herzen liegt. Ich wünsche Ihnen für heute, dass Sie sich informieren, viel Information mitnehmen, dass Sie sich aber auch integrieren, dass Sie Gespräche führen und dass in diesen Gesprächen etwas entsteht. Und letztlich wünsche ich Ihnen, dass Sie sehr viel mitnehmen, dass Sie sehr viel mitnehmen und damit andere Menschen inspirieren und hinausgehen und dieses Gefühl der Verantwortung nach außen tragen. Sind Sie sich doch bitte bewusst, in was für einem herrlichen Land Sie hier leben. Und wir arbeiten an der Spitze des Eisberges hier. Da gibt es schon noch vieles und einiges, das wir verbessern können. Veränderung steht als Überschrift der heutigen Veranstaltung. Ich bitte Sie, besinnen Sie sich der Werte, besinnen Sie sich des Wertes Verantwortung. Denn wenn Sie Werte erkennen, dann werden Sie Wertschätzung leben. Und eins versichere ich Ihnen, Sie werden Wertschöpfung ernten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön.